Willkommen zurück zu Arcania und diesmal gehe ich nicht dahin, da kam ich ja gerade her. Das heißt, ich muss hier hin. Hallo Milton. Du hier? Was für eine wunderbare Fügung des Schicksals. Wie meinst du das? Kaum braucht man einen Auserwählten der Göttin, schon erscheint er, einfach so. Naja, nicht ganz. Diego hat mich zu dir geschickt. Ich soll dir sagen, dass er die Tür zu dem Tempel nicht aufbekommt. Schade. Ich hatte gehofft, wir könnten die Dinge etwas beschleunigen. Jetzt müssen wir doch auf die Schlüsselsteine warten. Auf welche Schlüsselsteine? 4 Y-förmige Ziersteine, die in die Vertiefungen dieses Steinblocks hier gehören. Sind sie vereint, öffnet sich die Tür zum Begräbnistempel. Dort finden wir die heiligen Artefakte, die wir brauchen, um den Dämon zu bannen. Woher weißt du das alles? Von den Inschriften auf dem Steinblock hier. Die Erdbeben, die dem Vulkanausbruch vorangegangen sind, haben den Platz, der hier einmal war, einstürzen lassen und den Steinblock und den Eingang zum Tempel freigelegt. Was steht da noch alles drauf? Eins nach dem anderen. Erst brauche ich die Schlüsselsteine. Dann erkläre ich dir den Rest. Gut, ich kümmere mich drum. Wo finde ich die Schlüsselsteine? Die setarifischen Könige haben sie an verschiedenen Orten hier in der Stadt aufbewahrt. Der Stein des Fortschritts ist in der Sternwarte, in der Hagen Quartier bezogen hat. Der Stein des Edelmuts befindet sich im Palast, der der Weisheit im Haus der Magiergilde. Und der Stein des Reichtums liegt irgendwo unter den Trümmern des Zollhauses beim nördlichen Stadttor. Ich habe Lester und Gorn gebeten, sie zu holen, aber sie sind nicht wieder aufgetaucht. Schau doch mal, ob du sie finden kannst. Mach ich. Wo wollten die beiden als erstes hin? Gorn wollte zum nördlichen Stadttor und Lester in die Sternwarte und von dort aus weiter zum Haus der Magiergilde und zum Palast. Aber bevor du gehst, kannst du das hier gebrauchen? Ich geb's dir mal mit. Hier in der Stadt sind schließlich viele dämonisch besessene Wesen unterwegs. Okay, ja, ich sehe es ja. So, du hast mich... Jetzt muss ich gerade mal gucken, von wo bin ich denn jetzt hergekommen? Ich glaube... Von da bin ich gekommen. Ich kann verkaufen. Ja! Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Was habe ich denn da? Das ist... Erstmal Ausrüstung. Fernkampf. Der will das gar nicht. Achso, ich hab... Ach, na, ich bin auf der falschen Seite. Okay, danke schön. So. Ich habe einen Händler gefunden, der mein ganzes blödes Zeug haben möchte. Das verkaufe ich auch mal eben noch. Guck mal, das ist so viel wert. So, das andere behalte ich mal vor selber. So, dann Fernkampfwaffen. Ich habe schon jetzt 19.000 Gold. Wow. Super. Das, womit ich ausgerüstet bin, bin ich ja ausgerüstet. Da kann ja nichts mehr passieren, glaube ich. Ausrüstung. So. Jetzt erstmal alles. Nahkampfwaffe. Ja, die behalte ich mal. Ja, ist ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen ja, nervig gerade. Natürlich, ich muss ja auch alles verkaufen, aber ich habe ja auch nicht ewig so viel Platz. Wenn ich das Zeug hier loswerden kann bei den Herren, mache ich das doch gerne. Was haben wir denn in Ausrüstung für mich? Nichts. In Nahkampf nichts für mich. Fernkampf, Pfeile, Essbares, Sonstiges. Das ist ein schlechter Händler. Hau ab. So, und jetzt gucke ich mal kurz in Inventar. Den habe ich eine schöne Waffe bekommen, glaube ich. Ja, genau.
Dann gehen wir mal hier lang. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Pein! Der braucht halt länger jetzt mit dem Schwert. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist mit dem Schwert, ganz ehrlich. Es tut so weh! Es gibt ja auch Energie. Ist ja Erfahrungspunkt ist ja nicht, das ist so schlimm, aber. Andererseits ist halt nervig, wenn ich immer wieder auf diese kleinen Viecher treffe. Oh, oh. Ich weiß ehrlich nicht, erstmal nein, mache ich auch nicht, weil das macht keinen Sinn. Guck mal, ich mach bei dem Nahkampf macht der hier 49. Der macht 67. Ich habe zwar Rüstung, aber der braucht echt viel zu lange, bis der überhaupt zuschlägt. Hier geht das einfach schneller. Für den Meister! Dann haben wir das schon erledigt. Hier scheint aber nichts zu sein, aber wir machen hier erstmal. Erstmal alles klar. Für den Meister! Ja, bestimmt ein cooles Schwert da. Zumindest sah das so aus. Ah, okay, ich hab gedacht. Ah, okay. Dann gehen wir mal hier lang. Ich habe echt keinen Plan, wo lang ich muss. Und ich habe... Okay, wir haben schon mal den ersten gefunden. Ah, Kleiner. Auch hier? Gorn, was ist los? Milton wartet auf den Schlüsselstein. Konntest du ihn nicht finden? Doch, war kein Problem, aber ich konnte es mir nicht verkneifen und habe einen Abstecher gemacht. Einen Abstecher? Wohin? Zu dem Wachturm, auf dem Hügel vor der Stadt. Was wolltest du da? Torus vermöbeln. Torus? Wer zum Henker ist Torus? Ein Arschloch, ich kenne ihn schon lang, konnte ihn noch nie leiden. Aber er ist mir immer entwischt. Und? Ich habe ihn vermöbelt. Wo ist Torus jetzt? Na, in der Kiste. Hey! Hey du! Sag dem Arschloch, es soll mich hier rauslassen! Ich schlag ihm die Zähne einzeln raus! Na dann... Ich ihn an die Harpien. Wie kommt er in die Kiste? Willst du es wirklich wissen? Ja, jetzt schon. Also, das war so. Gorn, wo willst du hin? Ich gehe rüber zu Torus Turm und schnapp mir das Schwein. Wir haben klare Order von Lord Hagen. Wir sollen das Tor halten und uns nicht von der Stelle rühren. Ja, mach das. Die Order gilt nicht nur für uns, sie gilt auch für dich. Seit wann zahlt mir Hagen Sold? Bewacht ihr nur das Tor. Ich gehe los mit meiner Axt und schnapp mir Torus. Das Schwein wird mir nicht nochmal entwischen. Super, jetzt darf ich diesen Idioten spielen, oder was? Ehrlich? Och, Mann.
Weiß nicht, ob ich das alles aufsammeln möchte, aber sammle das mal auf. Jetzt darf ich hier diesen, wie heißt der jetzt gleich noch, Gron spielen? Obwohl ich dazu keine Lust habe. So eine Axt ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Die braucht aber wirklich auch wieder so lange. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege dann von den Typen alles, was ich jetzt hier finde. Was wahrscheinlich dann nicht so viel sein wird. Aber man weiß es nicht. Aber wir werden sehen, was bei Arcania so passiert. Ja, wir sind jetzt hier bei diesem Turm, glaube ich schon. Und da ist Torus, der jetzt von mir aufs Maul kriegen soll. Gone, Torus. Diesmal entkommst du mir nicht. Wer sagt, dass ich entkommen möchte? Du verfluchter Hundesohn. Gehst mir schon viel zu lange auf den Sack. Sack? Du hast keinen Sack. Ja. Du hast ein Säckchen. Ich werde dir den Schädel spalten und dich an deinen Eingeweiden von meinem Turm hängen. Red nicht so viel. Lass uns kämpfen. Sowas. Erstmal hier diese Lappen. Jetzt, Torus, würde ich sagen, hast du verloren. Verflucht! Jetzt gehörst du mir und ich werde mir gut überlegen, was ich mit deinem Säckchen mache. Okay. Das ist, glaube ich, mehr, als ich eigentlich erfahren wollte. Dann habe ich ihn in die Kiste gepackt und hierher geschleppt. Und was hast du jetzt mit ihm vor? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht hänge ich ihn an seinem Säckchen von der Klippe. Oder lass ihn einfach verhungern in seiner Kiste. Mal sehen. Denk ruhig noch eine Runde drüber nach. Aber gib mir den Schlüsselstein. Ich bring ihn zu Milton. Ja, tu das. Hier ist er. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Was hat er denn getan? Was hat der Torus eigentlich getan? Der Drecksack hat sich mit den Orks verbündet. In Myrtana. Hat mich bei den Leuten dort angeschwärzt. Und fast hätten sie ihm geglaubt. Ich wollte ihn damals schon heimzahlen. Aber er ist abgehauen, der feige Hund. Okay. Aber die Kiste ist meine. Ey, ich hab... Da war doch was. Da war doch was. Da war doch was. So, 70, 20, 22. Okay, hat sich erledigt. Aber hier, was damit? 240. Wieso habe ich denn dieses Schild? So, dankeschön. So, dann gehen wir weiter. Ah, ich glaube, da kam ich rein. Also muss ich wieder zurück. Ah, hier ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste, nehmen wir. So, von da kam ich, also müssen wir auch da wieder zurück. Auf geht's. Bam. Die sind nicht unbedingt so schlimm. Dann nehmen wir das Tor diesmal.
Super, das hat mich jetzt nicht weitergebracht. Ist natürlich die Frage, laufe ich hier richtig lang oder laufe ich hier nicht richtig lang? Aber das alles erfahrt ihr in der nächsten Runde von Let's Play Arcania. Tschüssi!